Der Madhouse, du musst es in Sicherheit bereits wissen, ihr seid durch eine gemeinsame Vergangenheit verbunden. Ein Teil davon schlummert noch in dir ungelöst schwerend. Was es ist, das kann ich ebenso wenig sehen wie du. Und ohne dieses Wissen bist du dem Untergang geweiht. But were you to learn the source of this discord, perhaps it could be put to rest. Though it is equally possible, it will trouble you as much now as it did then, and merely speed your condition to its end. Solltest du aber die Quelle dieser Zwiebelhachter gründen können, lässt sie sich vielleicht beilegen. Wobei es auch möglich ist, dass sie dich heute ebenso plagt wie damals und dein Ende nur noch schneller herbeiführt. Meine Vergangenheit kommt in Bruchstücken zu mir zurück. Wie kann ich den Rest ergründen? You might wait for it to come on its own, of course. But when it comes, it will replace your sanity's last breath. Such is the nature of your condition. Du kannst natürlich warten, bis sie von alleine zurückkommt. Doch wenn das geschieht, wird sie deinen gesunden Verstand endgültig verdrängen. Dies ist die Natur deines Zustands. Or you could learn it from someone who already knows. Oder du könntest es von jemandem, der deine Vergangenheit bereits kennt, alles erfahren. Taos, würde er sich dann erinnern? It is said the gods made his memory perfect, that he may never forget his charge. If he ever knew, he still does. Das heißt, die Götter hätten ihm ein perfektes Gedächtnis gegeben, auf das er seinen Auftrag niemals vergesse. Wenn er je wusste, dann weiß er es jetzt noch. Not that he would tell you, of course. Nicht, dass er es dir sagen würde. You have followed the right person for the wrong reason, it seems. We see it often beneath the elms. The soul dragging mind and body to unknown places for unfathomable reasons. You may have wandered into Theos's path many times, in many lifetimes, without an awakening to show you why. Es scheint, als wärst du dem richtigen Mann aus den falschen Gründen gefolgt. Wir sehen es oft unter den Ulmen. Die Seele zerrt den Verstand und den Körper aus unerklärlichen Gründen an unbekannte Orte. Du hast vielleicht schon häufig die Wege mit Taos gekreuzt, in vielen Leben, ohne dass eine Erweckung dir den Grund dafür gezeigt hat. The only thing that's certain is you did not find what you sought. Sicher ist nur, dass du dich gewundert hast, wonach du gesucht hast. Er sagte, ihr wüsstet, wohin er gegangen ist. He has gone down beneath the tower to a place older than we, where the people of Engwith once walked. He makes his way to the buried city, sun and shadow. Sinda nickt, Blätter rascheln aneinander. Er ist unter den Turm gestiegen an einen Ort, der noch älter ist, als ich es bin. Das Volk von Engwith wandelte dort einst. Er ist auf dem Weg in die begrabene Stadt, Sonne im Schatten. May he stay down there and rot with the remains of his people. Möge er dort unten bleiben und mit den Überresten seines Volks verrotten. Er ist also wirklich ein Vegetarianer. He may yet. He won't be returning the way he came, that much is certain. He opened a secret path in the tower's base and saw it destroyed behind him through some vile means. Vielleicht wird er das. Er wird nicht auf den Weg zurückkehren, auf dem er gekommen ist, das ist gewiss. Er hat einen geheimen Pfad im Fuß des Turms geöffnet, der hinter ihm auf schändlichem Weg zerstört wurde. Gibt es einen anderen Weg zu ihm zu gelangen? On the burial isle, through the court of the penitents, Braeth Yamin. A shortcut, in fact. Wir kennen einen, auf der Grabinsel durch den Hof der Büßer, Braeth Yamin. Er ist sogar eine Abkürzung. Don't be cruel, sister. Sei nicht grausam, Schwester. The way my sister speaks of is not for the faint of heart. A great pit at the center of a forgotten court, where faiths were judged in place of crimes. To most, it is simply a gateway to death. With the help of the gods, it can take you where you want to go. Der Weg, von dem meine Schwester spricht, ist nichts für Zartbeseitete. Das ist Hagrim schon mal nicht. Eine große Grube inmitten eines vergessenen Hofes, an dem nicht über Verbrechen geurteilt wurde, sondern über Glauben. Für die meisten ist sie lediglich ein Pfad zum Tod. Mit der Hilfe der Götter kann er dich dorthin bringen, wo du ihn du willst. Also das heißt mit Hilfe der Götter. Ich muss in eine Grube springen? Ist das eine List? Was ist das für ein Hof? Ist das eine List? Oh, Sister, if only we thought to trick Theos into jumping. Ach, Schwester, wer wird nur auf den Gedanken gekommen, Taos durch eine List zum Springen zu bringen? No trick, I'm afraid. Though without the proper preparations, the fall will certainly kill you. Keine List, fürchte ich. Doch ohne die richtigen Vorkehrungen wird der Sturz sich gewiss töten. The pit is said to have been a means of judgment by the gods. Those cast into it are meant to die. It is that way you must pass to reach sun and shadow.
Die Grube soll den Göttern dazu gedient haben, ihr Urteil zu verstricken. Wer in sie geworfen wird, der soll sterben. Diesen Weg musst du passieren, um Sonne und Schatten zu erreichen. The court is old. We do not know much for certain, but it would seem only the gods themselves can grant passage. Der Hof ist alt. Wir wissen nur wenig mit Sicherheit. Doch es scheint, als könnten nur die Götter selbst den Durchgang gewähren. Was ist das für ein Hof? No more than a ruin now. It is older than we. A place for the trial of heretics. We were not here to witness it, but at one time there was a group that refused to acknowledge the gods. Neither the first nor the last, of course, but these were numerous and all put on trial for it. Those who did not repent were cast into the pit and imprisoned below. Klingt irgendwie fast schon nach Escape from the Pit, was die da sagt. Nur eine Rune, Ruine, als er ist älter als wir, ein Ort, an dem Ketzer den Prozess gemacht wurde. Bin er nicht Zeuge, doch heißt gab es eine Gruppe, die sich weigerte, die Existenz der Götter anzuerkennen. Nicht die erste und nicht die letzte. Gewiss doch, diese Bewegung hatte viele Anhänger, denen allen der Prozess gemacht wurde. Der bleierne Schlüssel. Wer nicht Buße tat, der wurde in die Grube geworfen und unten gefangen gehalten. The fall killed them, of course. The prison was not for people, but for their souls. And their sentences were eternal. It is said that many of the condemned repented and were permitted by the gods to ascend from the pit, so long as they pledged their service to one of them. But these are old legends. Der Sturz tötete sie natürlich. Das Gefängnis war nicht für die Menschen, sondern für ihre Seelen und ihre Strafen für die Ewigkeit. Es heißt, dass viele der Verurteilten Buße taten und vor den Göttern die Erlaubnis erhielten, aus der Grube aufzusteigen, wenn sie schwören, zukünftig einem von ihnen zu dienen. Aber sind alte Legenden. Wie könnte ich die Götter hier dazu bringen, mir zu helfen? Behind us is Tear Evron, said to pierce the shroud itself and a place of communion with all gods. If ever there was a time for prayer, you have found it. Hinter uns liegt Tear Evron, der angeblich den Schleier selbst durchsticht und ein Ort der Zwiesprache mit den Göttern ist. Gab es jemals den richtigen Zeitpunkt zum Beten, so hast du ihn gefunden. Um Hilfe zu beten, ist der einzige Weg, diese Grube zu durchqueren? Zu wem soll ich beten? Gibt es keinen anderen Weg? Wie bete ich? Zu wem soll ich beten? Zu jedem Gott, zu dem du beten kannst. I would pray first to those gods you like best. I hope for your sake the feeling is shared. Ich würde zunächst zu den Göttern beten, die du am liebsten magst. Ich hoffe um deinen Willen, dass sie deine Gefühle erwidern. Wie bete ich? Tear Evron is also called the Hall of Stars, and the stars show us the allegiances of the gods. When stars are in conjunction, we know the gods they represent are aligned as well. Tear Evron wird auch Halle der Sterne genannt, und die Sterne zeigen uns die Beziehung der Götter. Wenn die Sterne in Konjunktion stehen, wissen wir, dass auch die Götter, für die sie stehen, im Einklang stehen. You should choose a place to pray where you'll be closest to those you want to hear you. If a god stands alone, you should pray to that god. If they band together, you should address them all. Choose your words wisely, for all gods expect proper homage. And none has patience for fools. Du solltest an einem Ort beten, an dem du der Gottheit am nächsten bist, die du anrufen möchtest. Nein, ich verkneife meinen Kommentar. Wenn ein Gott alleine steht, solltest du zu diesem Gott beten. Wenn sie sich zusammenschließen, solltest du zu ihnen allen beten. Wähle deine Worte mit Bedacht, denn alle Götter erwarten, dass man ihnen angemessene Ehrerbietung erweist und keiner toleriert Narren. Gibt es keinen anderen Weg? Nein. Kein. Um Hilfe zu beten, ist also der einzige Weg, diese Grube zu durchqueren. Not the only way. Just the only one that doesn't end with your body impaled on jagged rocks. Sehr toll. Nicht der einzige Weg, nur der einzige, der nicht damit endet, dass dein Körper auf spitzen Felsen aufgespießt wird. Ich habe noch andere What Fragen. Do you wish to know? Was möchtest du wissen? Woher wisst ihr, dass ich Taos suche? The same way that you are no doubt able to peer into the ether and experience the souls of others. It is something we are born with. Some more, some less. A gift common to many creatures of the wilds. Genauso wie du zweifellos in der Lage bist, in den Äther zu blicken und die Seelen von anderen zu erfahren. Wir werden damit geboren, manche mehr, manche weniger. Eine Gabe, die vielen Geschöpfen der Wildnis gemein ist. You share certain similarities with the man you pursue. For your sake, I pray they are few and of no consequence. Du hast gewisse Ähnlichkeiten mit dem Mann, den du verfolgst. Ich bete um deinetwillen, dass es wenige sind und sie ohne Folgen bleiben. Ihr habt erwähnt, dass viele zu diesen Ulmen kommen, ohne zu wissen, warum.
Eine Seele hat einen eigenen Willen, ihre Bedürfnisse und Laut sind schwer zu ergründen, aber sie folgt ihnen dennoch. There is something about this place that reaches beyond our understanding, something like a beacon. The elms have a way of uniting souls that have been seeking one another, with or without their owner's awareness. Irgendetwas an diesem Ort erstreckt sich über unser Bewusstsein hinaus wie ein Leuchtfeuer. Die Elmen verstehen es, Seelen zu vereinen, die einander suchen, ob ihre Besitzer es wissen oder nicht. Sometimes it is for love, sometimes for vengeance, sometimes for peace. Often it is for no reason we will ever know. In your case, let us hope it is for peace. Manchmal aus Liebe, manchmal aus Rache, manchmal aus Frieden. Oft aus einem Grund, den wir nie erfahren werden. Hoffen wir, dass es in deinem Fall um Frieden geht. Or vengeance. Oder Rache. Ja, haben wir ja schon gesagt, wir wollen uns ein Taus rächen. Ich will mehr über euch zwei erfahren. There is little to be said about us, for we are bound here, caretakers and defenders of this place. Our journey has been over time, but not distance, measured in observations, but not experiences. Über uns gibt es wenig zu sagen. Wir sind an diesen Ort gebunden als Verwalterin und Verteidigerin. So ähnlich wie unsere Vogtin. Unsere Reise erstreckt sich über die Zeit, nicht über Entfernungen, gemessene Beobachtungen, nicht Erfahrungen. We have seen the elms grow tall. We have seen cities built, burned, and built again. The only constant has been the tower, a silent companion through the ages. You can imagine why this recent destruction has stirred my sister so. Wir haben die Ulmen wachsen sehen. Wir haben gesehen, wie Städte gebaut wurden, niedergebrannt und wieder aufgebaut. Die einzige Konstante war der Turm, ein stummer Gefährte durch die Zeit. Du kannst dir vorstellen, warum diese jüngste Zerstörung meiner Schwester so aufgewühlt hat. If you do nothing else, make that man pay for what he did here. Wenn du sonst nicht schaffst, dann sorge zumindest dafür, dass dieser Mann für das, was er hier getan hat, bezahlt. Ich muss wissen, wie ich zu den Göttern beten kann, um ihre Hilfe zu erhalten. We will tell you what we can. Wir sagen dir, was wir können. Ach, das hatte ich ja schon. Ich habe noch andere what Fragen. Do you wish to know? Lebt wohl. Before you go, tell me this, old one. I'm curious. If you were to subdue your enemy, what would you do with him? What would give you peace? Bevor du gehst, sag mir eins, Alter. Ich bin neugierig. Gelingt es dir, deinen Feind zu überwältigen? Was wirst du mit ihm tun? Was würde dir Frieden schenken? Das weiß ich jetzt, wenn es soweit ist. Ich muss unsere Geschichte verstehen, damit ich sie abschließen kann, mehr nicht. Er muss vernichtet werden. Ich würde ihn in das Rad von Leben und Tod zurückkehren lassen, damit er mich nicht länger belästigt. Ich möchte das Leid ungeschehen machen, das er verursacht hat. Das ist mehr oder weniger paladinmäßig, genauso wie das nächste. Ich würde ihn überzeugen, einen besseren Weg einzuschlagen. Naja, okay, das ist eher narrenmäßig. Ich möchte seine Position, seine Macht für mich haben. Das ist größenwahnsinnig. Das ist ein bisschen egoistisch, mit dass er mich nicht länger belästigt. Auch wenn Hagrim eigentlich so ist. Er muss vernichtet werden, ist zu aggressiv für Hagrim. Also, natürlich muss er vernichtet werden, aber das würde Hagrim nicht so direkt raussagen, auch wenn er meistens sehr direkt ist. Das weiß ich erst, wenn es soweit ist. Sidna nickt. Viele Fragen gibt es noch zu beantworten. All the same. Think on this matter. Be assured in your course. In the end, it may mean all the difference, not just to his soul, but to yours. Dennoch denke darüber nach. Sei dir deines Weges sicher. Es könnte den Unterschied ausmachen, nicht nur für seine Seele, sondern auch für deine. And be warned. Some questions have answers that can never be learned. And it is those that trouble the soul above all others. Und sei gewarnt, manche Fragen haben Antworten, die man ja gründen kann. Sie sind es vor allem anderen, die Seele belasten. May you find an answer to yours. Mögest du eine Antwort auf deine Fragen finden. Und Level Up für Alof. Nochmal Wissen. Oder mal zur Abwechslung überleben. Ja. Zauber. Stufe 3 und so haben wir schon gelernt. Wir können noch die wenigen Zauber aus der Stufe lernen oder neue Zauber.
Stichexplosion. Führt eine Explosion mit tödlicher Kraft um den Zauberwirker herum, der die jede Feinde mit Barugium Stichscheiden erleidet. Ah ja. Schadensreduktion wird ignoriert. Was bist du?